werde hier kein Fazit finden, leider. Ich will gerne wissen, ob ich hier überhaupt Würmer finde. Die müssten ja in Theorie auch wieder respawnen. Und Entschuldigung, das nicht zu tun haben sie nicht. Das heißt hier mir nicht, dass die Würmer alle tot sind. Ich war vielleicht zu gründlich. Ich habe leider keine Erinnerung daran, wo die scheiß Säurebeutel waren. Ha, habe ich mit dir das schon gespielt? Ich glaube nicht, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Interesse an seinen Ressourcen. Zumindest glaube ich nicht, dass da das dabei war, was ich suche. Wie auch immer der Knochen hier runtergekommen ist. Ein wertvolles Schiffswrack. Nein, zu eng. Ah! Ein Würmchen, das ich noch nicht umgebracht habe. Lass dich scannen, du Schwein. That's one of those Aethorian worms. What do you make of them, Hive? I find them thoroughly hideous. I mean, do you have any data on them? Only that they would more than likely make for bad dinner guests. And that I can calculate that their jaws can force enough pressure to crush and chew our craft with ease. Hab ich den jetzt gescannt oder nicht? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie ich das Mistvieh scannen soll. Ah, okay. Ich muss es nur killen. Got it. I feel a bit sorry for it. But I'll be glad if I never have to look in the mouth of a cave worm again. Säurebeutel. Irgendwo gibt es hier Säurebeutel. Strahlende Spore. Verdammt, ich weiß, dass es hier Säurebeutel irgendwo gibt. Ein Rohstoff hat sich auch noch nichts Neues eingestellt, oder? Baromet, Baromet. Jetzt gibt's wirklich überall Baromet. Ich krieg zu viel.
Also es ist wie die ungewollte Schwangerschaft, die ich schon immer haben wollte. Noch ein Wurm. Jetzt gibt's auch die Würmer überall. Jetzt, wo ich einen gefunden habe. Ich glaube, das ist auch ein Bereich, in den ich vorher noch gar nicht reingeschafft hatte. Kann ich die Ressourcen vielleicht verkaufen, um mir das bessere Schiff zu leisten. Trotzdem, wo ist dieses blöde... Das wäre, glaube ich, der Ausgang. Latschen nicht erlaubt. Also steht es mir zumindest, dass das hier der Ausgang war. Okay, ich habe jetzt keine Lust, hier weiter zu suchen nach dem Scheißzeug. Ich weiß aber, dass da welche sind. Lösen wir die Fliegenklappe doch einfach mal so. Auf die Weise kann ich nochmal gucken, ob ich da Material finde. Anschließend kann ich aber das Quest auch gleich abgeben gehen. Insofern, wenn er nicht auch noch eine Folgequest hat. Im Prinzip muss ich jeden Bereich abklappern, in dem eine Station ist. Irgendwas, wo ich andocken kann. Weil auf die Weise kriege ich bis jetzt zumindest immer meine Quests. Jetzt muss ich nur die verwurzelten Eingänge finden, dann finde ich auch die notwendigen Säurespuren. Phasium-Vorkommen. Das ist im Felsen gespawnt. Was haben wir da oben an der Decke? Phasium, okay. Damit gehe ich mich ganz zufrieden. Immerhin.
Jetzt brauche ich noch 4, glaube ich, ne? Vier Phasium. Ich finde es gut, wenn das Spiel so kooperiert. Nicht, wenn es so dekooperiert. Ups. Das ist echt hartnäckig hier vorkommen. Ja, ich hatte gehofft, wenn ich in den Spalt reinfeuere, dass ich dann eventuell den Winkel kriege. Aber nö. Schade. Na gut. They contain a highly concentrated dihydrogen sulfate with a mix. I said I don't want to know, Hive. The scan is complete. Ugh, I think I need a hot shower after this. Our contact is limited to a mere stream of data. Still. That's all the scans. We can head back to the BRI bioplant. Yet another detour from our pressing commitments. I know you like these scientific expeditions, Hive, even if you won't admit it. They do engage my memory banks a little more than repetitive dogfights. I thought so. Aber wenn ich wollte, wenn ich dann auch noch eine Folgequest kriege, hier scan das nächste schleimige Ding. Ich meine, es ist ein grünes Vorkommen. Zwei sind schon sehr stark gewesen. Equalizer mal nicht mal ein bisschen. Solarpartikel. Was soll ich damit? Nö, ich glaube, hier habe ich das Fazit schon alles abgearbeitet. Gehen wir zur Anlage zurück und hoffen, dass wir diesmal da ein bisschen Fazit finden. Ansonsten bleibt bei mir halt immer noch der Sprung ins Ungewisse. Vielleicht muss ich wirklich jeden von den Dingern freischalten, damit ich in die Riffs komme, aber na, mal gucken. Ich muss diesen Alpha-Punkt ja nochmal überprüfen. Stand da eigentlich was bei? Nö.
das nirgendwo. Ups, da soll ich nicht in der Nähe sein, wenn die einschlägt. Kasium. Drei brauche ich noch, komm schon. Malle, Malle, Malle. Wo ist meine Kralle? Komm schon, Daddy braucht ein neues Paar Raumschiffe. Komm, ein noch. Gib mir noch ein. Gib mir noch ein. Bitte, 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 bitte. Fuck. Glacid brauche ich nicht. Okay, aber ich fühle nicht, dass ich in das andere Ding, in den anderen Bereich springen muss dafür. Da die ja sehr schnell nachspawnen, beziehungsweise jedes Mal, wenn ich das System nochmal neu Dings habe, das really? Now that is fantastic news. Everything you say. Yep. Shadow creature, Aethorian worm, mycelium, acid pouch and so on. The whole slimy, creepy, cryptic mess on file. Everything. Yes, yes. Everything. Well, thank you. We'll see to it that you are properly rewarded for your efforts. So, wait. You sound a little hesitant. Isn't this everything you needed to complete your research? Well, yes and no. Something has come up. There have been rumors of a sighting of a real-life Leviathan. Like the skeletons. Yes! Imagine! Alive! Not a fossil! We simply cannot allow an opportunity to study such a legendary creature pass us by. You know that the longer you stay out here, the more you run the risk of being overrun by those crazy redeemers. It is worth the risk. We must complete our research above all else. Suit yourselves. I'll be seeing you around. Wie, und ich kriege jetzt... Ah, shit, 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 shit. Dich will ich nicht verkaufen. Ich bin manchmal mit den Fingern etwas zu schnell. Ich brauche ein makelloses Phasiumkristall, damit ich endlich diesen Scheiß erledigen kann. Ups. Eine falsche Taste gekommen. Ich habe wenig Hoffnung bei der Zitadelle der Ältesten, aber... Ich meine, den Gerüchten eines Leviathans würde ich auch gerne nachgehen.
Nee, ich hätte doch auch Glück. Komm schon. Ficken Hamster. Das, was ich suche. Groß. Phasium. Komm schon, du musst es haben, was ich brauche. Ja! Endlich. Die Tortur ist vorüber. Wow, dafür bräuchte ich reines Titan, aber ich habe kein Interesse daran. Hier hatte ich noch keinen Sprungpunkt eingerichtet, oder? Den hatte ich nur hier hinten. Das heißt, ich muss hier allen Ernstes jedes Ding abklappern, um zu gucken, wo ich hier einen Sprungpunkt finde. Ebenso hier. Falls es da überhaupt einen Sprungpunkt gibt. Aber na gut, ich habe aus diesem System im Prinzip alles, was ich haben will. Außer nur Leviathan zu treffen, aber... Ich meine, die sehen immer noch wie die großen Ghost-Leviathane aus Subnautica aus, also... Vielleicht ist das eine Anspielung. Holländerin. Ich will nochmal einen Abstecher machen. Wie wir eben gemerkt haben, kriege ich manche Aufträge echt nur, wenn ich wirklich an den Stationen andocke und die sagen, hey, du, siehst aus, als könntest du einen Auftrag gebrauchen. Deswegen fliege ich da jetzt einfach mal hin, docke und brabbel mit denen, wenn da was zum Brabbeln ist. Kann auch sein, dass das hier das mit dem Roboter war, der sowieso nichts zu sagen hat. Ah ne, das war die Freelancer-Station. Been meaning to ask,
How many of you are there on the station? I wouldn't know. We don't talk much. We're all driftwood, which became a pile of flotsam. The others could be alive or dead for all I care. We each stay in our own corner. Das klingt sehr endgültig. Fight mode activated. Embrace my frustration. Let's mow him down. Stressed of Kyranix, hey, Colonials. You help Dottie Jacks, eh? Wow, I can smell the rum fumes through the comms. An inebriated Uka. Ha! I find that hubris. Boom, baby. Jetzt ist ein, es ist das letzte, was mir fehlt, das hier und das hier. Aber dafür brauche ich reines Titan. Ich hatte doch gerade erst reines Titan gesehen. Beziehungsweise Titan generell. Vielleicht hätte ich es abbauen sollen. Ich bin überlegen, ob ich es mache. Ich meine, hier war eine Menge Titan. Ah, in Union Space gibt es davon haufenweise. Dann kann mir das egal sein. Der betrunkene OK scheint mir eine Zufallsbegegnung zu sein. Da scheint auch nichts weiteres drauf herumzukommen. Nervig. Navi Orbit, das war das mit den zerstörten Dingens, da ist nur das Wartungsdock hier, die unten. Das war ja diese eine Crew, die da noch rumhockte. Und Vesna ist hier. Würde mich interessieren, ob ich hier irgendwo eine Raumbrücke aufbauen kann.